Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mein neues Sattel. Hier seht ihr mein neues Sattel und ich werde ihn für euch jetzt kurz auspacken. Wie ihr vielleicht schon am Sattelschutz erkannt habt, ist der Sattel von Stüben. Das ist der Sattel Phoenix Elite. Es ist ein Springsattel in der Farbe Ebony mit goldigen Nähten. Wir sehen hier die Polsterung. Die soll machen, dass man, wo hier drunter ja die Stickbügelriemen angemacht werden, soll das dann weniger drücken. Hier das Logo von Stüben. Hier ist auch noch so eine Glücksbringer-Marke von Stüben dran. Und hinten dran das Stübenschild, wo noch mein Name eingraviert ist. Und alle Überschläge vom Sattel sind in Gold gehalten. Ebenfalls von der Marke Stüben. Hat auf beiden Seiten dreifach Elastik und hat hier so blaue Verzierungen an den Gummis. Leider gibt es Stüben gehört nicht mit goldigen Beschlägen, wo eigentlich hätte ich gerne hier auch Gold gehabt, damit alles schön zusammenpasst, aber auch so ist es ein wunderschöner Gurt mit diesen Verzierungen auf beiden Seiten. Für das Martingal ein Ring, der leider auch silbrig ist. Ebenfalls dazu hat es auch neue Stickbügelriemen. Die sind passend zum Sattel mit dem blauen Knopf von Stüben versehen. Auch mit silbrigen Beschlägen, aber das sieht man ja im Endeffekt nicht. Und jetzt werde ich probieren, die neuen Stickbügelriemen zusammen mit meinen Stickbügeln gerade an neue Sattel zu montieren. Hier habe ich einmal den alten Stickbügelriemen, hier der neue und ich werde das jetzt gerade für euch wechseln. So sieht das jetzt fertig aus. Und für alle, die sich gedacht haben, dass die goldigen Nähte mehr aussehen wie beige, das ist von weitem schon der Fall. Aber jetzt hat man hier an den Stickbügelriemen die beige Nähte und sieht sehr eigentlich einen deutlichen Unterschied zwischen beige und goldigen Nähte. Ich muss zugeben, ich habe am Anfang auch gedacht, das sieht aus wie beige, aber jetzt, wenn man so neben dran sieht, finde ich das wirklich schön.
Und wie ihr seht, habe ich recht kurze Beine, deswegen ist die Stückbauer immer bei mir immer mehr da der Rest als dass sie. Also es ist jetzt so aus im letzten Loch und wahrscheinlich muss ich dann auch noch ein Loch machen. Weil sie mir einfach zu lang sind. Hallo zusammen, ich bin gerade am Videoschneiden und habe gemerkt, dass ich zwar das Auto alles gefilmt habe, aber leider vergessen habe, Tschüss zu sagen und deswegen in diesem Sinne Tschüss und vielleicht bis nächstes Mal.